Olympien, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund. Echt? The Sinker? Warum wurde er mittendrin abgebrochen? Da unten ist so viel, aber ich möchte erst die Geschichte von Rapture hören. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden dutzende Meter weit im Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Das erinnert trotzdem total an Close to the Sun. Wirklich. Extremst. Jenny, du, ich werde fast runtergefallen. Surface. Oh. Oh. Du hast deinen Schuh verloren. Bitteschön. Oh, guck mal da. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber Mann, oh Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi aus. Du wirst noch ersticken. Dann hat er wenigstens weniger Probleme. Die Kinder haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Kann ich gar nicht verstehen. Ich hab gesagt... Haben wir noch ein bisschen was von der Rapture-Geschichte. Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament. Rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Oh. Du blöde Kuh, hast du mich erschrocken? Geht die Tür denn auf? Ja, die... Wie du sie hier nicht willkommen. Ja, Hilfe, der will mich hören. Ich will dich hören. Was ist mit Tinder? Ich habe nur noch 9 Nieten. Oh, eine hätte gereicht vielleicht. Ich brauche dringend Nieten. Haben wir vielleicht hier einen Verkaufsautomaten? Warte, mit M konnte man doch auf die Map. Wenn wir zurückgehen, dann wäre dort einer. Na komm, dann machen wir... Was war das denn? Das mal eben, wollte ich gerade sagen. Bevor ich keine Muni mehr habe. Obwohl, ich habe ja noch... Den hier, und da habe ich 4x80. Kannst du mal aufhören, damit zu schlagen jetzt? Ich habe immer gerne von allem ein bisschen Muni. Sind wir hier richtig? Oh, nein, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Aber egal, da ist auch. Probieren wir auch gleich mal die neue Waffe aus. Haben wir noch gar nicht. Habe ich euch das schon gelootet? Scheinbar. Ich muss runter, richtig? Wollen wir uns dann noch oben nochmal angucken? Oben gucken? Edna! Edna ist wieder da! Armselig! Du bist oh nein! So armselig, Roger! Sicher waren es deine fetten Pranken, die alles vermasselt haben! Wenn der Okay, so geht's. So, lebst du jetzt noch oder lebst du nicht mehr? Sie lebt noch.
Hör auf zu schreien, du bist gar nicht mehr am Leben. Im Moment ist alles auf den Beinen, außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Rhein Industries immer noch nicht probiert. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln Sie sich weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin jetzt... Ja, das erste Mal gestorben. Ich wollte die andere Waffe benutzen. Ja, ja, tauch wieder im Winter Chamber auf. Verschwinde. Verschwinde. Ich weiß, ihr wollt alle, dass ich da runtergehe. Ich möchte mich aber erst umgucken, ja? So. Oh, ich habe nur noch einen Heckfall. Schönen guten Abend. Einmal sterben ist Pflicht. Ja, bisher stelle ich mich auch gar nicht so doof an, muss ich ehrlich gestehen. Willst du mich verarschen? Schon wieder fast tot. Wie heile ich mich nochmal mit Haar? Ich habe keine Heckpfeile mehr. Kann ich die denn eigentlich auch, Spiel? Das Spiel hakt. Das läuft hier hervorragend. Läuft. Nein, es ist abgestürzt. Nein, gerade wo ich den gehackt habe. Was soll das? Schönen guten Abend, wollte ich gerade noch sagen. Es ist abgestürzt. Wieso? Ja, wir sind zwischendurch einmal gestorben, Grazi. Ich gucke mich jetzt hier gerade noch einmal um. Jetzt sollte ich auch erst runter, aber ich glaube, der will, dass ich runtergehe. Verdammter Schrotthaufen! Du hast das kaputt gemacht, nicht wahr? Für Eleanor und für die Familie! So dumm! Bin ich gerade bei dem Dings da gestorben. Außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Rhein in... Ja, jetzt ist er mein Freund, nachdem er mich gerade getötet hat. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln Sie sich weiter. Noch heute. Das ist ja noch im Rahmen. Ja, das heißt mal gestorben. Nein! Nein, 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 nein! Und das Spiel stürzt immer an dieser Stelle ab. Und ich weiß nicht, wieso. Hast du sowas wie Voltaren? Das müsste gehen. Okay, wir werden uns nicht mehr an dieser Stelle aufhalten. Ja, ja, das kennen wir schon. Happy Birthday, vielen Dank. Wir wollen es da drin haben. Das hört sich falsch an. Viel Vergnügen in unserem Park. Ja, ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir hier runter. Vielleicht gehen wir da auch erst aufs Dach, weil da ein Medikit ist, was wir gut gebrauchen könnten. Ich liebe die Kinder in Miss Englers Klasse, aber Mann, oh Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi. Was muss ich genießen? Du wirst noch ersticken. Wie schnell ich mich hier durchbahne, meinst du? Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Die spawnen weg, wenn ich... Ach, scheiße. Wenn ich die nicht mehr benutzen kann, richtig? Wir beobachten das mal. Hier ist ein Dings, also wo ist... Das sind sowohl der Einarmige als auch... Was machst du denn? Fallnieten. Kugeln habe ich mir jetzt genug. Das sind auch... Oh, guck mal. Vielen Dank.
Ja, es ist ein Freizeitpark, aber noch gibt es nicht viele Attraktionen hier zu sehen, außer dass das, wie es aufgebaut ist, hier so im 50er-Jahres-Stil, schätze ich, mega cool aussieht. Journey to the Surface. Gehst du auf? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Heiß oder kalt sein? Meine Laterne brennt. Ich finde dich. Deine Laterne brennt, dann solltest du was dagegen tun, Mädel. Und ich denke, bei Laterne hat jetzt was anderes. So, wo bist du denn? Das hast du alles gewasst? Erbt? Wie willst du denn was erben? Was hast du geerbt? Der Hut? Das Kleid? Ist kein Kleid, richtig? Oh, schön, dass das aufgerissen ist bis Oberkante. Also, der Rock. Ach, der sitzt sogar gar nicht mehr. Wie sitzt der denn bitte? Was ist passiert, Mädel? Außer mit deinem Gesicht. Dein Gesicht erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an einen Typ bei Outlast. Hat sie, glaube ich, auch so einen Mund. Ja, aber dann bitte nicht auf einmal doppelte Menge nehmen, sondern vielleicht über den Tag verteilt, oder? Chakas? So. Wir speichern nochmal, dass, falls es abstürzt, wir nicht nochmal alles von vorne machen müssen. So ein Scheiß. Kuckuck. Kuckuck, keiner da. Oh, das ist ja... Bis du kommst, Vater, sitze ich hier fest. Ach, was du nicht sagst. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Was für Geschenke? Und wie rausschmuggeln, wenn du festsitzt? Das musst du mir erklären. Eine Strohpuppe? Zwei Strohpuppen? Warum ist das Licht aus? Kann einer mal das Licht wieder anmachen, bitte? Das süß. Hope this helps. Bohrerkraft. Ziehst du den Kampf als aus nächster Nähe vor? Bohrerkraft bewirken deine Bohrangriffe noch mehr Schaden. Gott. Warum kann ich denn heute nicht vorlesen? In der ethischen Psychiatrie. Sie hat das Band überschrieben. Sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Ach, was soll ich selbst? Die sehen genauso aus wie wir. Mhm. Ja, tun sie. Oh, vielen Dank. Wie kann ich denn das Eve benutzen? Beim alten Spiel musste man das eigenständig benutzen. Macht er das jetzt automatisch? Vor dir ist eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du erst ihren Big Daddy loswerden. Ich habe doch gesagt, ich möchte gegen keinen Big Daddy kämpfen. Er wird dich nicht angreifen, solange du ihn nicht attackierst, aber mach dich auf jeden Fall auf einen schweren Kampf gefasst. Och, nö. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Kann ich dich hacken? Ich drücke die falsche Taste. Ich hätte auch versuchen können, das Blaue zu erwischen. Vita Chamber. Ah, jetzt hat er. Ich kann ihn nicht benutzen, aber gleich wahrscheinlich. Das wird jetzt die Hölle. Ich kann es schon mal im Voraus sagen. Warte, wir benutzen dich, wenn es soweit ist. Dankeschön. Warum bin ich so klein? Ich bin ein kleiner Daddy, was? Wo bist du denn eigentlich? Ah, da. Auch für die Blinden. Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Ja, das weiß ich. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. Ach. War das nicht auch so? Also in Teil 1, man darf den Little Sisters nicht zu nahe kommen. Ist das hier auch? Oh, er hat sogar Farbe. Ich habe eines der Kinder gefunden. Die Kleidung schmutzig ganz alleine. Ich
ging zu dem Mädchen hin, betete, es möge meine Kleine sein. Aber sie schlürfte sich voll mit dem Blut einer Leiche. Sie war es nicht. Ich starrte sie an, schwankend. Und dann kam plötzlich dieses Ding, dieses bewaffnete Monster aus dem Nichts und sprang mich an, kreischend wie ein Höllenvieh. Big Sisters? Kommen, aber kann es sein, dass Cindy eine von diesen Blutsaugerinnen geworden ist? Ich muss sie finden. Dringender denn je. Och, ich habe keine Lust, gegen den Daddy zu kämpfen. Zur Info, ich hasse das. Jedes Mal aufs Neue. Ich hasse das. Ich wollte einmal ins Mikrofon sprechen, was? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dir zu nah komme. Ich speichere vorsichtshalber einmal. Wir probieren das jetzt noch und dann wird das Stream beendet für heute. So, was passiert, wenn ich ihr zu nah komme? Ja, genau das, was ich dachte. Ja, der Daddy-Schrei ist ja da. Entschuldigung. Ja genau, lenk du ihn mal ab und ich... Jetzt ist mein Freund gleich platt. Bist du doof? Nee, ich war nicht schnell genug. Ich bin vor der Statue. Ich will hinter die Statue. Ich will hinter die Statue. Ich will hinter die Statue. Danke. Au. Komm, du bist gleich erledigt. Oh, ich habe keine... Nee. Er tut dir weh. Ich hab dich nicht mal angefasst. Du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Und ich hasse das. Es tut mir so leid. Kannst durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Ich hasse das so sehr. Naja, ich habe jetzt nicht den Nahkampf gemacht, sondern lieber fern, aber... Egal. Ich hab dich noch nicht mal adoptiert. Bist du doof? Du sagst, ich bin dein bester Daddy. Ich hab dich aber noch gar nicht adoptiert. Oh, reitet sie jetzt auf meiner Schulter? Hey? Man muss das nicht verstehen. Was? Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Such dir eine. Du hast eine neue Little Sister adoptiert. Und was ist mit Eleanor? Drücke und halte R, um sie zu bitten, dich zu einer mit Adam gefüllten Leiche zu führen. Okay, leg mal los, Mädel. Wo bist du denn? Ich soll von zwei Leichen Adam nehmen. Okay. Wo bist du denn jetzt? Mädel? Wie ist denn dein Name? Verrätst du mir deinen Namen? Ach, ich bin voll. Ich kann gar nicht. Aber ich kann bestimmt Eve mitnehmen. Das reicht erstmal. Speichern, bevor wir den Kampf nochmal machen müssen. Nach immer großen Events sollte ich speichern. Sorry, wie das klingt, aber das ist schön, dass du das Spiel in schwer geschafft hast. Ich habe mein Lieblingsspiel, das ich tausendmal gespielt habe, auch schon in schwer bis zum Endboss geschafft und dann hatte ich halt keine Lust mehr. Ich hätte ihn geschafft, aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Aber für jemanden, der das zum allerersten Mal spielt, ist das trotzdem schwierig. Verstehst du, wie ich das meine? So. Ich beende gleich, Grazie. Es dauert wirklich nicht mehr lange. So. Kleines, ist der mit Adam gefüllt? Wo bist du, Kleines? Bist du weg? Bist du nicht mehr da? Ja, ich verstehe das nicht. Wo bist du denn jetzt? Ich sollte doch R drücken, da stand R. Mädel? Hallo?
Bin ich blind oder so? Ist die irgendwie vorgelaufen und ich habe das nur nicht gesehen? Was? Sieht die jemand, die Kleine? Ryan hat sich geirrt. Ein Individuum mit größerer Macht auszustatten heißt, einen Tyrannen zu erschaffen. Wir müssen die Tyrannen. Ach, der sitzt auf meiner Schulter und hat keinen Bock. Ey, Mädel, du hast einen Job zu tun. Erledige den gefälligst auch. Das ist die Familie. Das ist unsere Sache. Welche Familie? Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Mädel, mach was. Ich drücke R. Ich laufe gerade hier rum und drücke R. Das müsst ihr mir glauben. Muss ich etwa zu den beiden da, da wo das Spiel mir immer abgestürzt ist? Ich habe gespeichert, deswegen ist nicht tragisch, aber... Muss ich echt dorthin? Wenn es jetzt abstürzt, dann war es das für heute. Du hast das kaputt gemacht, nicht wahr? Lass uns mitteilen. Sie gibt auf jeden Fall einen Kommentar. Ich sollte nicht ständig die falsche Taste drücken. Ich kann ja mal zwischenspeichern, auch wenn es dumm ist, weil wenn ich drauf gehe, dann lande ich immer wieder dort. Nein. Hallo, danke. Nein, nein, nein. Ach was. Das tut doch nicht weh. Wie kommst du denn darauf? Blöde Kuh. Ja, du musst schon treffen. Ich habe keine Muni mehr und ich bin gleich tot. Ich kann mich immer noch nicht mit F heilen. Das ist H. Gib mir das Kind. Hast du Probleme? Ich sollte die richtige Waffe auch benutzen. Ah, ich kotze im Strahl. Manometer! Ich habe nichts mehr zum... Scheiße. Ach, doch, da. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln Sie sich weiter. Noch heute. Und es stürzt wieder ab, richtig? 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 Ja. Gut. Ach, er soll ich gedrückt halten, okay. Das muss man ja auch wissen. Das Spiel stürzt immer wieder hier ab. Ich verstehe das nicht, warum es das macht.